Hallo und willkommen hier wieder zu Yu-Gi-Oh! News, und zwar hier mit einer neuen Karte für Kristallungeheuer, Crystal Bonds auf Englisch. Und schauen wir uns das nochmal ein bisschen genauer an. Hier dieses liebe Artwork mit den Rubinen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das jetzt nochmal heißt. Es ist schon so lange her, dass ich die Kristallungeheuer überhaupt mal gesehen habe. Ich meine, letztens war ja auch ein neues Regenbogenmonster ja dabei. Und jetzt ist noch eine Zauberkarte, die, glaube ich, ziemlich gut ist für die ganzen Kristallungeheuer-Monster. Und zwar hier, der cutest Card in the Set. Es ist wirklich sehr, sehr cooles und süßes Artwork. Und zwar ist es, wie man sieht, eine normale Zauberkarte. Man kann nur einmal diese Karte in der Runde aktivieren. Oder Spielzugs. Und der Effekt ist, also der erste Effekt ist, man kann ein Kristallungeheuer Monster vom Deck in die Hand schicken, in die Hand hinzufügen, und dann ein Kristallungeheuer Monster mit einem unterschiedlichen Namen vom Deck wählen und es offen als Zauberkarte, als kontinuierliche Zauberkarte in die Zauber- und Fallenkartenzone hinlegen. Also am besten, man nimmt sich Kristallungeheuer Saphir Pegasus in die Hand und schickt den Rubin Karfunkel, glaube ich, heißt er, in die Zauber- und Fallenkartenzone, um das beste Set daraus zu bekommen. Und es gibt ja, glaube ich, auch eine Kristallungeheuer Fusion für das neue Regenbogendrachen Bossmonster. Und dann wird vielleicht Kristallungeheuer, ich weiß nicht, ob es Meta wird, aber die Karte hilft ihnen ganz sicher mal, einen Sprung noch weiter zu gehen. Das Problem ist, die anderen Kristallungen sind leider jetzt nicht so von Effekt her so gut. Aber man könnte es vielleicht sogar mit True Draco, weil es ja als kontinuierliche Zauberkarten dann sind und man kann sie ja opfern für diese. Könnte es vielleicht versuchen, muss man nicht. Ich meine, es passt nicht wirklich dazu, aber naja. Okay, das war eigentlich ein sehr kurzes News-Ding, aber dafür mit einem umso süßen Artwork. Es ist wirklich mega. Ich hoffe, es kommt zu uns und dann werde ich ein Kristallungeheuer-Deck machen. Ich habe noch so viele Karten davon, das wird schon. Dann bis zum nächsten Mal.